Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Mario Tetris von Sam Crow. Come with Mario on a Tetris Journey. 5,63% ist die Abschlussrate. 78 erfolgreiche von 1384 Versuchen gab es. 201 Personen haben es gespielt. 46 Herzen hat es bekommen. Und ich bin mal neugierig, wie du jetzt das Tetris da umsetzt. Also da bin ich echt neugierig. Insofern wünsche ich jetzt euch schon mal viel Spaß bei diesem Video. Super Mario Maker 2! So. Ah. Muss ich noch ausmachen vom letzten Level. Also wir haben ja Münzen in Tetris-Form. Wir haben so ein paar Tetris-Formen. Diese Tetris-Form gibt es nicht. Aha. Okay. Darum hast du das auch so markiert, ne? Kann das sein? Ich fühle mich verarscht. Hier sind einige Tetris-Formen, die es jetzt so nicht gibt, aber ist in Ordnung. Okay. Ja, alles wegwerfen. Oh, verdammt. Boah. Gibt nichts Schlimmeres als Notenblöcke, wenn man nicht den richtigen Winkel hat. Ich hatte was im Auge, deswegen habe ich die Sprungtaste nicht gedrückt. Ernsthaft? Ich gehe jetzt so hoch. Komm. So, du Tricksding. Not again. Warum? Das war ja wohl gerade sowas von nicht fair. So. Geduld haben, Tro. Geduld. Das passt jetzt übrigens gar nicht ins Level, muss ich jetzt gleich mal sagen. So. Gut, damit habe ich mir schon mal ein bisschen was abgesichert. So. Danke. Brauche ich nicht töten, kann ich einfach so lang. Hattest du es echt gedacht, dass jemand da einen Panzer mit runternimmt? Respekt. Muss ich sagen, Respekt, dass daran gedacht wurde. Doch. Eine ehrliche Meinung. So, klar.
Ui. Geh da rein! Ach, verdammt. Okay, man kann sich aber trotzdem nicht softlocken. Es war so optisch echt gut gestaltet, hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich gestört hatte, waren halt so diese Abschnitte, oder war dieser Abschnitt mit den Ranken. Das war jetzt so der einzige Kritikpunkt, wo ich sagen muss, das hat keinen Flow ergeben. Ja, die ganze Zeit kannst du laufen und auf einmal musst du klettern und ein bisschen springen und klettern und ein bisschen springen. Das ist so, ich brauche noch irgendwas. Ach, Ranken sind immer gut. Lass uns die runterhängen und dann muss er da lang springen. Die ganze Zeit kann ich laufen. Kein langes Warten, kein gar nichts, wirklich in einem durch und da kommt dann auf einmal eine Ranke und hopp. 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 Ja, ne? Darum, ein gutes Level, aber wäre das nicht gewesen, hätte ich gesagt, okay, komm, gehen wir. Na. Ich bedanke mich trotz alledem ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohaut rein. Tschüss.